Der Schritt ins Rampenlicht. Sie mit uns das Zeitrad zurück in die 30er Jahre. ...1930 wird Max Schmeling Boxweltmeister. Im Kino erfreuen uns die drei von der Tankstelle. Zum ersten Mal stellen sich Schönheitsköniginnen zur Wahl und Karl Bosch erhält den Chemie-Nobelpreis. In der Autoszene fahren Nuvolari und Caracciola um die ersten Plätze und die feine Gesellschaft macht im neu erstandenen Automobil über Landfahrten. Fahrzeuge aus dieser Zeit sind heute beliebte Sammlerstücke, doch noch lieber fährt man in den Oldies. Wer hohe Anschaffungs- und Unterhaltskosten bisher scheute, für den gibt's jetzt die Lösung. Außenschnittiger Zweisitzer aus den 30ern, innen modernste Ford-Technik. Der Hauptgedanke ist, dass viele Leute gern dieses alte Auto, das Gefühl von dem alten Auto haben möchten, aber nicht die alte Technik. Mit der Gefahr, dass sie 40 Kilometer fahren, die Wasserpumpe ist kaputt und 100 Kilometer weiter der Auspuff. So möchten sie eben das Gefühl haben vom neuen, vom alten Auto, aber die modernste Technik drin haben. Diese Liebe ist immer mit Schmerz verbunden, wie es häufig bei der Liebe ist. Das heißt, das ist der Schmerz, wenn einem am alten Auto was kaputt geht und man kann es nicht mehr eins zu eins ersetzen. Und deshalb habe ich ein neues, altes Auto gebaut. Auffallen um jeden Preis, in diesem Fall um ca. 65.000 Mark. Dieser nostalgische Roadster ist ideal als Zweit- oder Drittwagen, denn nur ein Fahrzeug pro Monat wird mit viel Liebe zum Detail hergestellt. So ein besonderes Automobil fordert einen besonderen Namen. Also wurde der neue alte Sportwagen dem berühmtesten Rennfahrer der damaligen Zeit, Tazio Nuvolari, gewidmet. Er war Konkurrent und ich war für ihn. Wäre ein Konkurrent geworden, aber ich war noch Nachwuchsfahrer. Er war damals um 47 und ich war damals 28. Und aus Liebe zum Caracciola, hätte ich gesagt, zum Nuvolari, habe ich gesagt, da gehe ich heute hin, weil der Nuvolari ein einmaliger Sportskamerad war. Ja, es ist ein schönes Auto, hauptsächlich für Sie, so junge Leute. Nee, ich passe nicht mehr ganz rein, obwohl so altersmäßig würde wieder zu mir passen. Gell? Aber die Leute würden sagen, was spinnt der Alte? Was tut denn der so ein neuer Wagen, der alte Kerl? Sagen wir, wenn ich ein junger Bus wäre, würde ich mit denen ganz gern spazieren fahren. Ne? Würde ich sagen, das ist ein Auto zum Aufreißen. Ne? So wie man so in der Fachsprache sagt. Ja. Zum Sehen und Gesehen werden fehlt jetzt nur noch der passende Auftrittsort. Welche Route wird empfohlen? Ein Auto für die Leopoldstraße, aber auch ein Auto für die Toskana. Schön beschaulich und der Pinien stelle ich mir also traumhaft vor. Heute Morgen bin ich zum Beispiel beim Regen gefahren. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe natürlich das Verdeck drauf gemacht und die Seitenscheiben montiert, aber es hat richtig Spaß gemacht. Die kleinen Scheibenwischer, die genau das Blickfeld frei halten und so weiter.